meine lieben Follower im Internet. Heute ist Dienstag, der 22. September 2020. Müsste stimmen. Ich bin mein Kirchen für den Nau. Ich bin gerade hier mit meinen Klamotten. Hier jetzt noch Pfandflaschen gesammelt. Pfeil 5. Da geht wieder auf der Straße. Okay, mal gucken. Hier lag alles auf der Straße, ne? Hier ist Borados. 5 Euro, 50 Cent. 5 Euro jetzt schon. Guck gleich ab hier hinten, kleinen Edeka oder hinten Rewe. Rheinstraße. Wenn ich meine Klamotten gepackt, hier ist meine Rewe-Hose. Für später eine kurze Hose, weil heute soll wieder 30 Grad werden, oder 26, 30 Grad. Im Herbst, voll geil. Hier, guck mal, Rewe, haben sie mir Klamotten geschenkt. Jetzt ist ja mein Name drin. Richtig geil, oder? Noch, meine Tasche gepackt. Noch eine kurze Badehose, ich ist bei Hofsfeld der Schwimmen hier. Ich hab immer ein bisschen Handcreme dabei, sieht ruhig die ab, keine Ahnung. Manchmal so raue Hände ab, ja. Wahrscheinlich habe ich auch so Boxsack auf dem Space, dann tun die Knöchel ein bisschen weh. Ein bisschen da. Noch ein kurzärmliches Change-T-Shirt hier. Meins halt so an, noch ein Wechsel-T-Shirt. Also ich versuche wirklich immer alles mitzunehmen, ja. Ladekabel, meine Flasche, Creme für die Sicht. So, ich kann jetzt aber nicht zu Home Space direkt, weil ich hab die verfickte Maske vergessen. Jetzt muss ich mal zurück. Ein Teil von Fittix. Okay, ich schneide jetzt hier zusammen, machen wir die Tageszeitung drin, den Vers des Tages. Und viel mehr will ich eigentlich sagen. War eigentlich gestern ein wunderschöner Tag. Habe auch heute geschlafen, schön gekuschelt mit Marina. Und morgen jetzt eben gerade war so wieder ein bisschen, wie immer, übliche, die Nerven. Nichts Besonderes. Was habe ich danach gerade noch eine Freundin mir geschrieben? So ein Fragezeichen oder weil ich so einen Daumen, also, so einen Kopfzug, Smiley geschrieben habe, weil sie dann immer noch nachgefragt hat, was ist jetzt los mit Changeover, mit der Veranstaltung, Tickets verkaufen. Ich habe sie gefragt, ob sie mithelfen will, Kooperation oder nicht. Und das ist eine gute Freundin von mir, die ich schon seit Jahren kenne. Und sie fragt dann so nach und ich schreibe wieder so eine Nachricht, ich kann mal hinmachen und eine Notiz, die ich sie mal kopiert. Ich schreibe so, ich kann mir nicht für alle Menschen die Zeit nehmen, das immer wieder zu erklären. Ich habe doch schon etliche Millionen Videos dazu geladen, was ich vorhabe. Am 26. Mai 2021. Ja, ich möchte eine fette Party machen. Ich habe schon ein riesen Team, ich habe schon eine riesen WhatsApp-Gruppe mit 35, 36 Super Engine, ich habe Marina. Alle diese Menschen möchte ich auch finanziell partizipieren, also teilhaben lassen am Gewinn, wenn wir den Gewinn erwirtschaften. Ja, die haben es als erstes verdient. Dann noch der Türsteher von meinem Lieblingsclub, habe ich versprochen, als erstes, dass er Geld bekommt. So. Alle, die danach noch mithelfen wollen, zusätzlich gerne. Aber natürlich muss man auch verstehen, dass das Stück vom Kuchen, der dann beim Gewinn übrig bleibt, immer kleiner wird. Deswegen habe ich keine Zeit mehr, alle Nachrichten zu beantworten. Deswegen schicke ich nur noch den ernsten Kooperationsanfragen die Nummer von Marina, die sich darum kümmert. Und wer wirklich ernsthaftes Interesse hat, wirklich zu helfen, mitzumachen, Tickets zu verkaufen und wirklich Geld machen will mit mir, soll sich denn melden und auch einen Vorschlag mal machen und richtig mithelfen, dass die Party auch wirklich richtig viel Geld bringt am Ende. Weil irgendwelche Nachfragen und etlichen Erklärungsversuche brauche ich eigentlich nicht mehr machen, weil ich habe alles online gestellt. Wer ernsthaftes Interesse hat, mitzumachen beim Change Day, der weiß es, weil der muss sich nur die Videos angucken. Der braucht mich nicht mit Fragen belästigen oder nerven oder mir Zeit rauben, weil ich habe dafür keine Zeit. Neben dem Change Day muss ich nämlich noch die Welt retten. Wisst bloß keiner. Oder wissen schon jetzt ganz viele, aber es ist halt so. Ich habe keine Zeit, Millionen Nachrichten zu beantworten. Es sei denn, es ist wichtig, ihr braucht direkt Hilfe. Dann gerne. Aber nicht sinnlose Nachfragen. Bitte nicht. Gut. Mal umgekehrt. Ansonsten wird für ein neues blühendes Leben. Ja, die Kinder gehen zur Schule, die Kirche steht. Ich mache einen Cut und mache die Tageszeitung nochmal drin und den Vers des Tages. Und quatsche schon noch ein bisschen um ein Bildschirmvideo voll, ja? Hab euch lieb, euer Nominator, Ende. So. Oh ja, hier ist vertraulich jetzt, hier weiß ich, wer ist tot. Corona-Regeln, Kurzarbeit, da ist wieder am Jetzt. Lauterbach, der ist immer mit Corona-Vorsicht, bla bla bla. Nico Rosberg hat letztens auch super ähnlich gesagt, wünsche ich mir sehr, dass er einer ist. Höhle der Löwen ist ganz witzig. Pornoschaffenden wegen Schwarzfahrens an. Oh, also aufhören zu nerven mit ihren Schwarzfahren. Das ist so. Ich wurde auch schon ganz oft jetzt erwischt hier mit Schwarzfahren. Aufhören damit. Versucht die Nahe Bundesregierung, versucht eine Möglichkeit zu finden für die Menschen, dass sie, wenn die zum Beispiel nicht Geld haben oder sowas, dass sie umsonst oder kostenlos fahren können. Dass nur die ein Ticket bezahlen müssen, die auch Geld haben. Oder dass man das irgendwie so macht, dass die Strafen nicht so hoch sind. Oder ich weiß es nicht wie. Aber es kann nicht sein, dass die Menschen kein Geld haben, pleite sind, nicht zur Arbeit kommen, nur zu Hause sitzen können, nicht mit der Bahn fahren können und dann noch in etliche Strafen und Strafen kriegen und wissen von solchen verfickten Inkassofirmen. Was soll denn das?
Otto vom besteht besten Freund verklagt. Oh, hier geht es um Streit. Otto muss Geld zahlen. Scheiße. Abtreibung für Love Island. Zorg, richtig, schmeiß hin. Rockerprozess geplatzt. Oh, oh. Hier ist irgendwas Schlimmes. Bundesliga-Drohung, Virus und so weiter. Hier ist auch nochmal die Arme. Ja, guck mal. Rebecca, ich hoffe, sie lebt noch. Ich wünsche es mir sehr. Ich wünsche es mir. 22.09.4.7 ist jetzt 7.48 Uhr. Ganz schlimm, die Arme. Ganz schlimm. Ich hoffe sehr. Oh, ein grünes T-Shirt hier. So, guck mal noch, was gibt's noch so eine schwierige Nachrichten? News-Ticker. Moment. Hier. Alle News des Tages. Hä? So ein Ticker? Kann man nicht mehr machen? Hier ist eigentlich aktualisieren. Weiß ich jetzt nicht. Also hier müsst ihr ja selber mal gucken. Ja, ich mach jetzt mal einen Cut. Das ist euch noch, was ihr euch bitte glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Was ihr euch bitte glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Okay, also das finde ich ganz gut, den Vers des Tages hier. Mal gucken, mal kurz, ist das hier, seht ihr auch das Datum? Dienstag, zeigen Sie es schon mal. Ja, 7.49 Uhr. So, klicken wir mal kurz mal ruf, lesen wir mal ganz kurz nochmal durch hier. Also ich denke, da geht es darum, dass wenn ihr solche Wünsche habt in eurem Leben oder so, dann solltet ihr fest daran glauben. Und wenn ihr ein guter Mensch seid, ein reines Herz habt, dann wird der liebe Gott versuchen, euch auch diesen Wunsch zu erfüllen, wenn ihr geduldig seid. Das, glaube ich, solltet ihr in der Bibel euch sagen. Ja, hier ist ein Streitgespräch, Jesus wird als König empfangen und so weiter und so weiter. Neues Testament. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jüngern, bevor zuvor sie übertaktet sind. Übersteht ihr Jesus, geht das Dorf da vorne, gleich am Ort, werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Genau, der fängt mal, der Jesus hat den Menschen immer so Sachen gesagt, die dem passieren werden angeblich, und genau die sind auch passiert. Ja, ganz tolle Geschichten. Lest euch jetzt selber mal durch, ich will hier nicht alles spoilern und euch verraten, das ist ein schöner Vers hier, glaube ich. Ja? Schönen Tag noch euch und bis später.